Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 236. Sendung von Sport in Schwerin. Heute aus der Arena in Schwerin. Erste Volleyball-Bundesliga der Frauen. Der Schweriner SC trifft auf das SWE-Volley-Team aus Erfurt. Die Vorbedingungen scheinen relativ klar. Schweriner SC Dritter in der Tabelle, die Erfurterinnen Drittletzter. Doch ganz so ist es natürlich wieder mal nicht. Erfurt mit einem starken Spiel gegen den Tabellenführer Dresden 2:3 gegen das verloren. Schwerin mit der Hypothek mit dem Ausscheiden aus dem Europapokal 2:3 gegen Baku hier in der Halle in Schwerin. Und so hat man den Fokus nur noch auf die Bundesliga gerichtet. Und wir wollen gucken, ob denen das heute auch gelingt, ob sie die Spannung aufbauen können, die sie beim Europapokalspiel hatten, was sie ja eigentlich stark abgeliefert haben. Zumal es in der Bundesliga noch um viel geht. 2 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Dresden. Dresden muss noch hier in Schwerin spielen. Also die Meisterschaft ist noch nicht aus dem Auge verloren, aber heute muss die Pflichtaufgabe erfüllt werden und wir werden sehen, ob Ihnen das dann auch gelingt. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Und wir beginnen mit der Mannschaftsaufstellung. Der Erfurterinnen, die 1, Elena Messer, die 2, Jana Ilgner, die 3, Brigitte Slack, die 4, Maria Völker, die 7, Christel Fröhlich, die 8, Beta Brabetz, die 9, Juli Young, die 10, Jill Dönert, die 11, Juliane Hoppe. Elisabeth Angelique Condade mit der 12 und Saskia Leonhard mit der 15. Trainiert wird die Mannschaft von Heiko Herzberg. Und das war die Gäste, auf die wir noch etwas genauer eingehen werden. Aber jetzt erhebt sich die Arena in Schwerin. Für die Nummer 1 des SSC, Lisa Thomsen. Nicht dabei, trotzdem mit angesprochen. Bendula Alaroba heute mit Rückenproblemen nicht dabei. Nadja Schaus mit der 3. Mira Topic für den Außenangriff mit der 4. Meier Parale mit der 5. Der Kapitän Schweriner Rinnen Julia Retzloff mit der 6. Die zuletzt starke Patricia Thormann mit der 7. Berit Kaufeld mit der 8. Die Französin im Team der Schwerinerinnen Marie Frick mit der 9. Denise Hanke mit der 10. Sandra Gusche aus dem Mittelblock mit der 11, Anja Brand ebenfalls Mittelblock, die 12 und die 13, Janine Völker. Trainer natürlich immer noch Ture Alexandersen, unterstützt von Andreas Renneberg und Michael Döring verantwortlich für die Athletik. Kurz zuvor wurden auch noch die Schiedsrichter der Partie vorgestellt. Die hauptverantwortlichen Schiedsrichter heute aus Elmshorn und die Linienrichter aus Greifswald und Pappo. Und damit ist alles vorbereitet und angerichtet für das Bundesligaspiel Schweriner SC gegen SWE Volley Team aus Erfurt. Thank you.
normal sind die Mannschaften auf dem Feld. Für Schwerin sind das Berit Kaufeld, Julia Retzlaff, Mira Topic, Patricia Thormann, Nadja Schaus und Denise Hanke. Werfurt auf der Platte, Marie Völker, Jill Dünnert, Elena Messer, Julian der Libero, Elisabeth Angeli Gonir, mit der 12 und die 3, Brigitte Slack, und genau die wird das Spiel jetzt auch eröffnen mit der ersten Angabe in diesem Spiel. Direkt zu weit, da kann Patricia Thormann schnell genug weglaufen, 1:0 für Schwerin. Schwerin beginnt mit der Angabe Denise Hanke. Gefährliche Sprungaufgabe gleich zum Anfang. Maria Völker direkt am Block vorbeigeschlagen. Erster Punkt für Erfurt, 1:1. Maria Völker, eine ehemalige Schwerinerin, hat hier gespielt beim SSC. So wie auch beim VC Parchim. Jetzt der direkte Punkt. Wer vor nach der Angabe Schwerin bekommt den Ball nicht wieder rüber. 1:2. Elena Messer. Also erneut mit der Angabe. Topic bleibt am Block hängen. Und der Punkt von Mira Topic. Da hat sie Brigitte Slack abgeschossen geradezu. Aber nichts passiert, das Spiel geht weiter. 2:2. Angabe eben jene Mira Topic. Gute Angabe. Er führt Schwierigkeiten mit. Aber der Block der Erfurterin entsteht. Und sie machen den Punkt zum 3:2. Jill Döner hatte da die Hände am Ball und sie kommt jetzt auch zur Angabe. Aber Schwerin fehlt mir momentan etwas die Spannung im Spiel. Auch keine so gute Variante, da scheitert Mira Topic erneut. Juliane Hoppe mit dem Block zum 2:4. Diesmal deutlich besser gestellt und auch, wenn der Block da noch dran war, der Punkt durch Julia Retzlaff. Und jetzt kommt Kaufeld für Thomsen. Und Nadja Schaus mit der Angabe. Gute Angabe. Und wieder aus dem Mittelfeld. Das war ein guter Punkt von Mira Topic. Da muss der Block eingeschehen, der Erfurterin. Sie waren eigentlich bereit und da darf der Ball natürlich nicht durchgehen. So, Glück für Schwerin und Mira Topic und der Punkt zum 4:4. Nadja Schaus. Neue, wirklich gute Angabe von Nadja Schaus. Und jetzt wirklich hat Variante gespielt und dann haben sie auch Erfolg. Patricia Thormann schlägt den Block an, macht den Punkt 5:4 für Schwerin. Aber dem vorausgehen die bisher guten Angaben von Nadja Schaus, die Erfurt in die Bredouille bringen. Und wieder ist es die Angabe von Schaus, die Erfurt eine Bredouille bringt und Schwerin mit der Möglichkeit, einen guten Angriff aufzuziehen. Die kurze Variante wirkte eigentlich auch die schlechtere Idee, weil auf Kaufeld war doch mehr Raum, aber
Tormann findet die Lücke und macht den Punkt. 6:4 für den Schweriner SC. Block angeschlagen von Cordier. 6:5 und Maria Völker mit der Angabe. Der Block steht gut bei den Erfurterinnen. Also sie stellen ihn gut, der ist nicht immer da, jetzt aber zweimal. Und beim dritten Mal flankt Julia Retzlaff den Ball direkt vor Julian. 7:5. Tormann mit der Angabe zu weit. 6:7. Kornier. Mit der Angabe. Und das war einmal eine klasse Kombination. Denise Hanke auf Berit Kaufeld. Cross geschlagen und der Punkt. Und die erste technische Auszeit. 8:6 für den Schweriner SC. Und was den Erfurterinnen jetzt fehlt, ist ein bisschen das Durchsetzungsvermögen. Der Block steht eigentlich gut. Schwerin nicht mit richtig Spannung, nicht wirklich auf Betriebstemperatur. Und trotzdem spielt Schwerin hier. Es geht weiter mit Angabe für Julia Retzlaff. Es war eigentlich eine gut gestellte Variante der Erfurterin, aber der Ball geht dann ins Nirvana. 9:6 für Schwerin. Da findet sie die Lücke, muss der Schweriner Block eigentlich die Hände hoch haben, Elena Messer. Ist aber schneller und verkürzt auf 9:7. Hoppe bei der Angabe. Und der Punkt für Erfurt nach dieser Angabe von Hoppe. 10:8. Berit Kaufeld jetzt bei der Angabe. Und Mira Topic mit einem Schmetterschlag die Linie entlang und er passte haargenau ins Feld. 11:8 und deshalb jetzt die Auszeit für Erfurt. Und der Trainer scheint zu fragen, was war denn das da gerade? Genau das, was ich euch vorher in der Auszeit bereits gesagt hatte, dass ihr verfolgen müsst, das macht ihr nicht. Und genau deshalb führt ihr Schwerin auch mit 11:8. Thank you.
Und weiter geht's nach dieser Auszeit, genommen von den Erfurtern. Weiter geht's mit der Angabe von Berit Kaufeld. Und der Block von Hanke und Schaus sicher zum Punkt für Schwerin. 12 zu 8. Und dadurch darf Schwerin zum 8 der neuen Aufschlage. Berit Kaufeld. Der Ball im Netz. Punkt für Erfurt 12 zu 9. Brigitte Slack. Also einmal rum. Und sie darf zum ersten Mal als erste Spielerin zum zweiten Mal aufschlagen. Und das läuft diesmal deutlich besser. Der erste war übers Feld und war der erste Punkt für Schwerin. Und jetzt ein Ass. 12 zu 10. Oh, Patricia Thormann mit einer ganzen Spielfläche Anlauf. Kommen sie da und schlägt den Ball cross ins Feld. 13 zu 10 für Schwerin. Und nun sehen wir wieder eine Sprungaufgabe von Denise Hanke. Und auch die ist zu weit. Und wir sehen erneut ein Festival an Fehlaufgaben. 13 zu 11. Elena Messer. Auch der ist zu weit. Haben heute ganz schön Kraft, die Mädels. 14-11. Mira Topic. Guter Block von Retzler von Schaus. Ah, ziemlich gewuselt am Netz und jetzt hat Erfurt die Möglichkeit, gut gestellt und der Punkt von Völker die Retzlaff anschlägt. 14-12. Döner. Oh, das war, glaube ich, nicht ganz so gedacht. Da springt Nadja Schaus am Ball vorbei. Und in die Sanke mit dem Rettungsversuch. Er gelingt nicht. 14 zu 13. Ja, aber es ist weiterhin das, was mir schon das ganze Spiel über hin auffällt, dass Schwerin einfach nicht mit der nötigen Spannung spielt. Nicht ihr Spiel aufziehen können, wie wir es in dieser Saison schon mehrfach gesehen haben. Das war aber ein guter Ball von Mira Topic. Und Glück für Patricia Thormann. 15 zu 13. Dora Alexandersen noch sehr ruhig an der Linie. Nadja Schaus, sehr guten Angaben bisher. Guter Block von Retzlaff. Bleibt ihrerseits am Block hängen. Und gut gerettet von Young. Und dann Patricia Thormann im Dreierblock der Schweriner. Mit dem Punkt 16 zu 13, zweite technische Auszeit. Die Alemannia, Aachen nehmen sich den Termin bitte vor. Den 19. März, Spielbeginn 18 Uhr, Schweriner SC gegen Alemannia Aachen. Thank you.
So, das Spielfeld ist wieder freigegeben, die Regularien müssen natürlich eingehalten werden. Und Nadja Schaus erneut mit der Angabe. Und auch das sorgt wieder für den Punkt für Schwerin. Die Gefahr von Schaus Aufgaben, die gar nicht so spektakulär aussehen, wie zum Beispiel von Denise Hanke, aber sie sind heute sehr effektiv. Janine Völker macht sich da bereit auf Seiten vom Schweriner SC. Spielstand 17-13 und wieder so eine Angabe von Schaus. Sie hat sehr geflattert und Kaufeld und Tormann mit dem Block gegen Godina zum 18-13 für Schwerin. Schaus. Der war an dieser Stange vorbei von Tormann, hat sie nicht wieder reinbekommen ins Feld. Punkt für Erfurt. Und Maria Völker mit der Angabe. Wieder mit einigen Schwierigkeiten, der Schwerinerinnen. Und der Ball von Messer am Dreierblock zwar vorbei, aber auch am Spielfeld. Und deshalb Punkt für Schwerin. 19-14 und Auszeit genommen durch die Erfurter erneut. Diese Auszeiten ja auch die Möglichkeit für die Spielerinnen, die bisher noch nicht zum Einsatz gekommen sind, sich warm zu halten. Und Jill Dünnert ist jetzt aus dem Spiel gegangen. Erstmal an der Seite ihren Platz eingenommen. Oben gut geholt. Retzlaff mit dem Querschlag. Der Ball im Aus. Niemand mehr dran. Punkt für Erfurt. Und Völker wird da gleich kommen für Berit Kaufeld. Und genau jene Kaufeld macht jetzt den Punkt. Nein, nicht für Kaufeld, sondern für Julia Retzlaff. Für die 6, für die 8. Und nachdem wir gerade die Angabe gesehen haben, auch von Maria Völker auf Erfurter Seite, sehen wir jetzt die Angabe von Janine Völker auf Schweriner Seite. Beide Jahrgang 91, beide 1,77 Meter groß. Netzangabe. Und Topic findet die Lücke im Block. Da ist Brigitte Slack etwas rausgerückt, hat etwas spekuliert auf einen Querschlag. Und Topic schlägt zwischen den beiden Leuten durch und macht den Punkt. 21-15. Erneute Netzangabe. Die sind hochgradig gefährlich. Und jetzt hat Erfurt Glück. Der Ball vom Block landet auf dem Schweriner Feld. Fehlende Abstimmung, geht keiner wirklich hin. Das ist ein Punkt für Erfurt. 21-16. Juliane Hoppe. Und Toppitz bleibt am Block hängen, ans Lack. Hoppe erneut. Topic kann da eigentlich nur noch
das Beste aus der Not machen. Kürzere Variante von Hanke gewählt. Die Erfurter können ihn aber nur rübertragen. Und Hoppitsch mit dem Crossschlag zum Punkt. 22 zu 17. Berit Kaufeld. Der Crossschlag von Dönert geht jetzt aus, viel zu weit, sehr ungenau. Und diese Ungenauigkeiten der Erfurterin ist auch genau das, was Schwerin hier momentan nicht nur im Spiel hält, sondern auch klar in Führung liegen lässt. 23 zu 17 der Spielstand. Weil eine überzeugende Leistung der Schwerinerinnen ist es nicht. Und Hoppitsch am Block vorbei zum 24 zu 17 und jetzt Aufschlag zum Satzgewinn durch Berit Kaufeld. Völker holt den Ball gut. Im ersten Moment aber behindert sich Hanke und Schaus gegenseitig und dann kriegt Völker ihn nicht mehr rüber. 24-18. Brigitte Slack mit der Möglichkeit jetzt. Doppelt gut von Young. Und Doppelt erneut. Und Maria Völker fälscht den Ball ab, der geht ins Aus. 25 zu 18 siegt Schwerin SC in diesem ersten Satz. Die Arena in Schwerin, sie steht bereit für den zweiten Satz zwischen dem Schweriner See und dem SWE-Volley-Team aus Erfurt. Und Denise Hanke eröffnet diesen zweiten Satz mit einer Sprungaufgabe. Und hat der Schaus gar nicht mal nicht richtig annehmen, sondern kriegt ihn ins Gesicht. Hat sich dabei aber nicht wehgetan und das Spiel geht weiter. Der Block zwischen Schaus und Tormann nicht geschlossen. Und da hat Schaus scheinbar übertreten. Und somit 1-0 für Erfurt. Ja, wieder als Variante gespielt, eigentlich sehr schön, aber der Ball von Doppel zu weit, 0-2. Wir haben uns jetzt auch in der Pause zwischen dem ersten und zweiten Satz uns ein wenig Hilfe geholt, haben uns ein wenig aufklären lassen. Diese Stange, die Sie am Rand des Netzes sehen, an der man vorbeischlagen muss, und dessen Mira Topic mit dem Punkt gegen Maria Völker. Das ist natürlich kein Gestänge oder keine Stange, das ist fachlich gesehen eine Antenne. Wieder was dazugelernt und Mira Topic mit der Angabe für Schwerin. Da versucht Denise Hanke alles, den Ball noch zu bekommen, aber sie bekommt ihn nicht mehr und somit Punkt für Erfurt 1-3. Schwerin kann den Ball mit Retzlauf nur rüberbringen. Aber auch Erfurt kriegt den Ball nicht richtig unter Kontrolle. Und da wird auf dem engsten Raum
geschlagen, Patricia Thormann, der Ball zu weit. Das sah aus unserer Position nicht so aus, aber die Schiedsrichter stehen da besser. Haben entschieden, Punkt für Erfurt. Spielstand 1:4. Helena Messer mit der Angabe. Mira Topic bleibt am Block hängen, hat aber das Glück, dass der Ball ins Aus springt und damit der zweite Punkt für Schwerin im zweiten Satz, 2:4. Nadja Schaus, eine wichtige Grundlage im ersten Satz mit ihren Angaben, sehr gefährlich. Und haben damit den Grundstein gelegt für den Satzgewinn. Und mal schauen, ob das im zweiten Satz auch funktioniert. Eigentlich nicht annähernd so gut, aber das hat Julia Retzlaff sehr gut gemacht, hat die Longline-Linie, also den geraden Schlag abgedeckt und ist dann sofort ins Cross gesprungen, also die Arme so rübergezogen und hat damit die Lücke zugemacht und den Punkt für Schwerin geholt. 3:4. Gut gestellt, der Block für Schwerin, deswegen nur die Möglichkeit, ihn rüberzuschieben, und Hanke holt den Ball dann. Erneut guter Block von Schwerin durch Retzlaff und Kaufeld. 4:4. Aber diese Blockarbeit, diese Spannung in den Spielerinnen, die hätte ich mir auch schon im ersten Satz gewünscht. Mal gucken, ob sie das halten können jetzt. Nadja Schaus erneut. Retzlaff mit der Hand am Ball gegen Völker. Und der Punkt von Patricia Thormann. 5:4. Tuda Alexandersen mit Anweisungen an Denise Hanke, wie wohl der nächste Angriff zu spielen sein wird. Schlag aus dem Halbfeld abgefangen. Retzlaff und der Ball geht an die Antenne. Und zwar aus dem Block der Erfurterin. Und damit Punkt für Schwerin, 6:4. Nadja Schaus. Sehr gute Angabe. Da kommt Young nicht wirklich hin. 7:4. Ah, sehr gut gespielt diesmal von Erfurt. Haben die Variante angetäuscht, auf die rechte Seite von uns aus gesehen und haben dann doch links gespielt, da war alles frei, da war nur Julia Retzlaff und da konnte sich aussuchen, links oder rechts vorbei. Macht den Punkt, Maria Völker. Jill Dünnert mit der Angabe jetzt beim Stand von 7:5 für Schwerin. Und Patricia Thormann bleibt im Block hängen. 7:6. So, da Jill Dünnert erneut die Angabe machen. Oh, da haben die Erfurterin Probleme mit der Annahme. Und Patricia Thormann eiskalt zum 8:6. Und die technische Auszeit und kurz vor dieser Auszeit gab es auch eine Beschwerde von Tora Alexandersen an den Schiedsrichter. Es war nicht genau zu erkennen, worum es da ging und was es sich da drehte. Jetzt wendet sich Tore wieder seiner Mannschaft zu. Am 30. März spielen wir 13 Uhr
Und er hat trotz des aus meiner Sicht etwas besser laufenden Spiels seine Mannschaft einiges zu meckern, denn seine Haut ist ungefähr so rot wie die Haare von Berit Kaufeld. Technische Auszeit vorbei, Patricia Thormann mit der Angabe ins Netz und so ermöglicht Schwerin Nummer 7 den 7. Punkt im zweiten Satz für Erfurt. Und Maria Völker kommt zur Angabe beim Stand von 8-7. Der Ball zu weit, Mera Topic gerade so noch wegbekommen. 9-7. Julia Retzlaff. Kaufeld am Block. Doppelt am Boden, aber sie bekommen den Ball nicht wieder ins Spiel. 8-9 und jetzt die erste Auszeit genommen von der Ture Alexandersen. Und er ist scheinbar stinkwütend. Das Abnicken eben von Ture Alexandersen erinnert mich ein bisschen an eine Aktion, die ein Fußballtrainer vor kurzem gebracht hat. Er hat seine Mannschaft 2 Tage freigegeben, er wollte sie nicht mehr sehen. Also die Mannschaft soll das ein bisschen mit sich selber ausmachen. Er ist scheinbar unzufrieden mit der Einstellung. Und das gleicht sich etwa mit dem Bild, was wir momentan vom Schwerin SC haben. Auch wenn ich der Meinung bin, dass es etwas besser ist noch, als noch im ersten Satz. Und Topic mit Gewalt und den Punkt. 10-8. Wechsel bei Erfurt. Und Nia geht aus dem Spiel. Und Jana Hilliger kommt. Und währenddessen Berit Kaufeld mit der Angabe. Und das war sehr clever gemacht. Einfach nur rübergeschoben von Brigitte Slack. Und da war niemand von Schwerin. 10-9. Juliana Hoppe. Oh, Julia Retzlaff mit dem Punkt für Schwerin. Was war denn das für eine Murmel? Der war eigentlich schon verloren für Schwerin. Mira Topic holt ihn nochmal hoch und Julia Retzlaff will ihn einfach nur rüberbringen. Schlägt ihn aber so gegens Netz, dass er über die Gegenspielerin rüberrollt und den Punkt macht für Schwerin. Glück muss man haben. Denise Hanke mit der Angabe. Gewaltig, wie hoch sie den Ball wirft. Und Topic schlägt den Block an. Und Punkt für Schwerin. Denise Hanke erneut. Und das war eine fantastische Angabe von Denise Hanke. Da hat sie den Zug, den sie in diesen Angaben hat, mal ausgenutzt, die Lücke gefunden. Unannehmbar 13-9.
War klasse gespielt, die Lücke gefunden von Mira Topic. Und jetzt auch mit dem nötigen Schwung, mit dem nötigen Elan. 14:9. Erneut. Denise Hanke. Und der Ball ist noch nicht weg. Young will den Ball wieder rüberbringen. Mit dem Fuß noch gerettet. Und Thormann schlägt ein Messer an. 15:9. Und scheinbar die Ansprache von Alexander Nelson gewirkt. Erneut Denise Hanke. Netzangabe und Mira Topic mit dem Einmannblock zum 16:9, technische Auszeit. Nummer 2 im Satz Nummer 2. Und jetzt sieht es doch schon wieder deutlich besser aus für Schwerin. Mal kurz den zweiten Gang eingelegt und schon ist man weg. Beendet. 16:9 Angabe, Denise Hanke. Und nachdem die letzte Angabe schon das Netz berührt hat, jetzt direkt ins Netz, Punkt für Erfurt, 16:10. Christel Fröhlich mit der Angabe zu weit, 17:10. Mira Topic. Das war hervorragend gespielt, Denise Hanke setzt die Finte und da ist Patricia Thormann frei und kann sich die Seite aussuchen. 18:10. Glücklich der Block davon Schaus und Thormann. Eigentlich schon wieder auf beim Fallen und Mira Topic mit Schwung und dem Punkt zum 19:10. Und jetzt kommt für Patricia Thormann, Maya Pachale auf Schweriner Seite. Also, für die Älteste Patricia Thormann kommt jetzt die Zweitälteste, Maya Pachale. Liegen etwa einen Monat auseinander. Und Julia Retzlaff mit dem Punkt für Schwerin, 20:10. Und jetzt ruft Ture Alexandersen Marie Frick dazu und sie soll jetzt ihre Chance bekommen,
für Denise Hanke. Und Mira Topic mit einer Angabe, die muss man natürlich annehmen, Elena Messer. Das muss sie sich ankreien lassen. 21:10 und jetzt kommt die Französin im Team des Schweriner SC. Gute Angabe von Topic. Aber der Ball auch zu weit, der Erfurterin. Und bei denen klappt heute im Spiel irgendwie gar nichts. Und wenn ich mal auf den Spielstand sehe und dann auf die Auszeigen anzeige, Erfurt hat überhaupt noch nicht reagiert, obwohl sie hier mit 12 Punkten hinten liegen. Mira Topic jetzt mit der Netzangabe. Punkt für Erfurt. 22:11. Ich kann nicht so ganz verstehen, was bei den Erfurtern vor sich geht. Die Bälle sind zu weit, sie sind ungenau, die Angaben sind nicht da. Das ist annähernd ein idealer Gegner. Und Maria Völker schlägt da Joel Retzlaff an. Der Ball geht ins Aus. 22:12. Aber das kann sie nutzen, um Motivation und Schwung mit in den dritten Satz zu nehmen. Weil ich glaube nicht, dass dieser Satz noch einmal spannend wird hier. Ja, die Volleyball-Experten neben mir sind noch am Zweifeln. Sie glauben noch an Erfurt und mal gucken. 22:13, es sind nur noch 9 Punkte. Elena Messer. Mira Topic und da war eine Erfurterin dran, ja. 23:13. Nadja Schaus. Und die Angabe war viel zu weit. Also Hochklasse-Volleyball sehen wir heute nicht. Jill Dünert. Frick, oh, das war eine schöne Variante. Frick nur ganz kurz hochgelegt und dann ist Berit Kaufeld da, macht den Punkt und damit Satzball für den Schweriner SC. Maya Parale bei der Angabe. Und Punkt für Erfurt. Da war wohl eine Hand im Netz. Ich habe es nicht genau sehen können. Vertrauen wir den Schiedsrichtern. 24:15. Maria Völker. War das mit der Angabe. Und Kaufeld bringt den Ball rüber. Und Erfurt holt ihn sich noch und macht den Punkt. Jana Illiger mit dem Punkt. 24:16. Da wollen wir schauen, wie lange die Masse hier noch steht. Maria Völker. Oh, Topic kommt da nicht richtig hinter den Ball. Wieder kurz hingelegt. Den Ball habe ich auf dem Boden gesehen, aber das Spiel geht weiter. Diesmal rettet Topic und Retzlaff mit dem Punkt. Mit ein wenig Glück beendet Schwerin den Satz souverän mit 25:16, auch wenn es kein souveräner Auftritt war. Zwei zu.
das obligatorische Abklatschen vor dem Satz, für den wir jetzt bereit sind. Inzwischen Nummer 3, Christel Fröhlich, wird ihn eröffnen und wir hoffen, dass dieser Satz uns etwas fröhlicher stimmt als die ersten beiden. Vom Ergebnis aus Schweriner Sicht natürlich erfolgreich. Mira Tomic jetzt mit dem ersten Punkt im dritten Satz. Aber ein Volleyball-Leckerbissen war das bisher nicht. Und das lag nicht nur an den sehr schwachen Gästen, sondern auch an der schwachen Vorstellung der Schwerinerin, die nur das Glück haben, hier auf noch schwächere Gäste zu treffen. 1:1 jetzt nach Tendenzangabe von Denise Hanke. Maria Völker. Und der Ball kommt rüber und dessen sind wir da. Eine neue auf dem Feld bei Schwerin, Anja Brandt. Und der Punkt durch Mira Topic. Auch ist Denise Hanke wieder aufs Feld zurückgekehrt für Marie Frick. Und Mira Topic bereits mit ihrer zweiten Netzangabe zum 2:2. Jill Dönert mit der Angabe jetzt für Erfurt. Aber was wir momentan sehen, erhebt nicht unsere Erwartungen an diesen Satz. Julia Retzlaff mit dem Longlang-Schlag zum 3:2 für Schwerin. Anja Brandt für Schwerin bei der Angabe. Mit 1,94 die größte im Team der Schweriner. Und auch die Angabe geht ins Netz, das kann ja nicht wahr sein. Auch eine neue im Spiel bei Erfurt, Saskia Leonhardt mit der Angabe und der Ball war drinne. Punkt für Erfurt durch Juliane Hoppe und Dönert darf er deshalb erneut aufschlagen beim Stand von 3:4 im dritten Satz. Und auch die Angabe geht jetzt aus, 4:4. Patricia Thormann. Kaufeld mit dem Block und schlägt dann den Ball auch wieder rüber. Kurze Variante von Erfurt, sie hatte keine andere Möglichkeit. Mira Topic aus dem Halbfeld, der Ball kommt zurück. Kaufeld, Hanke bringt den Ball rüber. Wieder Hanke, aber der Ball bleibt im Spiel. Völker bringt ihn rüber auf die Schweriner Seite. Schön verteilt von Hanke auf Retzlaff. Und der Punkt für Schwerin, 5:4. Ein bisschen Action im Spiel. Tut dem Spiel gut. Patricia Thormann. Block von Retzlaff. Und Thormann schlägt durch die Hände von Koordinier durch. Das kann natürlich eigentlich auch nicht sein. Auch da fehlt aber die Spannung, der richtige Wille, diesen Ball zu bekommen. Und dann rutscht er durch. 6:4.
Thomsen holt den Ball vom Boden weg. Und der Block von Hank und Kaufeld, nicht gut genug. Tormann bekommt den Ball nicht mehr und damit 6:5. Kotonier mit der Angabe. Und der Ball im Aus. Punkt für Schwerin. 7:5. Julia Retzler. Bei der Angabe. Kaufeld mit dem Block. Versuch Nummer 2. Diesmal war Hanke dran. Und Tormann aus dem Hinterfeld, aber ohne wirklichen Druck. Und Leonard kann da endlich mal Druck entwickeln für Erfurt. Macht einen wichtigen Punkt, 7:6. Juliane Hoppe. Vielleicht hat das Erfurt ja mal ein bisschen aufgeweckt. Das wäre zu hoffen. Und Topic hat sich inzwischen reingespielt. Ein sicherer Rückhalt für Schwerin. 8:6. Technische Auszeit. So, wir haben eine Ankündigung hier für eine Schwerin. Der Sportler fängt die Allianz Aachen. Gut, wir haben auf das zweite Tableau. Weiter geht's im dritten Satz nach dieser technischen Auszeit mit der Angabe von Bernd Kaufeld. Gut gemacht von Topic. Im Block und die Erfurterinnen kriegen keine Struktur rein, kriegen die Beine wieder hoch. 9:6. Berit Kaufeld. Wirkt ein wenig ungelenk gerade von Patricia Tormann, bekommt den Ball nicht. 9:7. Aber es wirkt symptomatisch für das ganze Spiel von Schwerin. Es läuft eigentlich gar nichts zusammen, bis auf der Gegner, weil der ist noch schwächer. Einzig Mira Topic scheint sich dagegen zu stemmen. Schlagstark. Sichert sie die Punkte für Schwerin. 10:7, Denise Hanke mit Angabe. Den Ball können die Erfurterinnen nur noch übertragen. Und der Patricia Thormann mit dem Punkt für Schwerin. Elf zu sieben. Und erneut Denise Hanke.
Völker bringt den Ball rüber. Und Topic macht mit dem Kursschlag den Punkt. Und jetzt gibt es auch noch mal eine Auszeit genommen vom SWE Volley Team Erfurt. Ja, ne, der sagt, er soll mal die Hände zusammen machen. Nützt ja nichts, wenn wir einen Block stellen und die schlagen uns durch die Hände durch. Weiter geht's nach dieser Auszeit mit erneut Denise Hanke bei der Angabe. Spielstand 12 zu 7. Wieder im Netz gewesen bei dieser Angabe und Mira Topic macht den Punkt, schlägt den Block an, der Ball geht von da aus, ist selber nicht mehr dran. 13 zu 7. Denise Hanke erneut. Und der war drin, ein direktes Ass von Denise Hanke. 14-7. Und Maya Parale macht sich da wieder bereit. Sie wird gleich erneut kommen für Patricia Thormann. Denise Hanke. Und Anja Brand mit dem Punkt. Hat sie Glück, schlägt da Dünnert an. Hat der Ball, fällt ins Feld, 15 zu 7. So darf erneut Denise Hanke. Also. Brand nicht schnell genug in der Mitte, aber klasse geholt von Thomsen. Gibt's ihnen einen Applaus. Thomas mit dem Block. Und Erfurt kriegt den Ball aber zumindest noch rüber, hat die Chance hier den Block zu stellen, aber da ist ja niemand. Was ist der Thomas? Links, rechts, oben, unten, können wir mal aussuchen. Wo willst du ihn denn haben? 16 zu 7, so setzt man Schwerin natürlich nicht unter Druck. Zweite technische Auszeit jetzt. Also so kann man natürlich in der Arena in Schwerin nichts holen. Selbst wenn Schwerin nicht seinen besten Tag hat. Aber trotzdem, die Zuschauer lassen sich die Stimmung hier nicht vermiesen. Selbst die Erfurter lassen sich nicht lumpen und nehmen die Laola mit. Und so geht die Laola hier durch die Arena. Schön zu sehen, dass alle mit, selbst die Erfurter Spielerinnen lassen sich da nicht lumpen. Ein schönes Bild, ein schönes Bild der sportlichen Fairness, des sportlichen Miteinanders. Sport verbindet hier heute in der Arena in Schwerin. Verbunden sind auch Patricia Thormann und Maya Parale, die jetzt ihre Position wechseln. Parale aufs Feld und Thormann bekommt eine Auszeit. Und Denise Hanke mit der Sprungaufgabe nach der technischen Auszeit. Wird Young nicht angenommen, 17 zu 7. Und normalerweise würde ich an so einem Zeitpunkt sagen, der Widerstand Erfurt scheint gebrochen, aber er war ja nie da. Der Ball war im Feld, sagt der Schiedsrichter. Habe ich anders gesehen, aber der steht nicht da dran, der sieht es besser. 17 zu 8. Maria Völker.
Symptomatisch, der Ball im Netz. 18-8. Miratovic. Und der Ball von Miratovic zu weit. Die dritte Angabe hintereinander, die jetzt zum direkten Punkt wird für Erfurt von Miratovic. Dönert geht jetzt aus dem Spiel und Jana Linger kommt rein. Und jetzt sollen auch Janine Völker und Marie Frick nochmal ihre Chance auf Spielminuten bekommen. Und Retzlaff schlägt erneut durch den Block durch zwischen Hoppe und Leonhard. Die kriegen den Block nicht zusammen. 19-9. Und jetzt Doppelwechsel auf Schwerin, wie zuvor angekündigt. Kommt jetzt Marie Frick, die sich über Einsatz freut wie keine zweite für die Nisanke. Und Janine Völker kommt auf Schwerin der Seite für die starke Miratovic. Die einzige heute im Team von Schwerin. Und auch Sandra Gutsche soll noch ihre Einsatzzeit bekommen. Jetzt aber erstmal Anja Brandt mit der Angabe. Und direkt der Punkt für Erfurt. Parale und Kaufeld kriegen den Block nicht zusammen. Und so hat Leonhard erneut noch mal die Möglichkeit zur Angabe. Retzlaff kann ihn noch überlegen. Kurze Variante über Frick und Kaufeld und der Ball ist nicht mehr zu holen für die Erfurter. 20-10. Pachale bei der Angabe. Ein bisschen Konfusität beim Block. Der Schweriner zwischen Kaufeld und Frick und der Punkt für Erfurt durch Fröhlich. Maria Völker jetzt noch mal, geht nochmal aus dem Spiel für Erfurt und dafür kommt Helena Messer. Ein Cordon hier. Mit der Angabe und wenn man dann das Gesicht von Maria Völker guckt, dann weiß man alles über das Spiel von Erfurt am heutigen Tag. Maja Parale mit dem Ball zu weit. 20-12. Kortenier mit der Angabe. Den kriegt Völker nicht angenommen. Steht der Ball zum Ball. 20-13. Wieder Probleme bei der Annahme, diesmal von Retzlaff. Parale bringt den Ball rüber. Retzlaff hat da Glück beim Block. Und dann Glück, als sie den Block anschlägt. Juliane Hoppe, 21-13. Retzlaff mit der Angabe. Waren sie Parale und Frick nicht einig bei der Annahme? Retzlaff aus dem Halbfeld. Schöne Variante gespielt. Kaufeld angetäuscht, Völker angespielt. Und der Block kommt nicht mehr rechtzeitig zusammen. Der Punkt durch Janine Völker, 22-13. Aber eins muss man Lohm erwähnen. Der Fanblock hier aus Erfurt macht ungerührt Alarm.
wohl wissend, dass es 2:0 nach Sätzen und 22:13 im dritten Satz steht gegen ihre Mannschaft. Aber die holt hier auch nochmal einen Punkt. Messer zum 22:14. Illinger geht jetzt noch einmal raus und Hoppe bei der Angabe. Er wurde im Block gut gestellt, aber sie machen nichts draus und der Ball geht durch die Hände von Marie Frick und da darf er natürlich nicht durch. Das, was vorher der Erfurter Trainer bemängelt hat bei seinem Team, passiert nun auch Marie Frick auf Seiten der Schweriner SC. Und auch den Ball, den Frick einfach rüberdrücken will, gelingt nicht. Auszeit von Ture Alexandersen. Schauen wir mal, es waren jetzt zwei direkte Punkte gegen Marie Frick. Aber darauf eingeht. Er nahm sich da erstmal Berit Kaufeld zur Brust. Leib, dann doch eher allgemein. 22:16 im dritten Satz. Juliane Hoppe mit der Angabe für Erfurt. Trick auf Völker. Und nix, Messer. Scheitert erst an Kaufeld im Block und dann schiebt Kaufeld den Ball einfach rüber und kein Aachener geht da mal richtig hin, hat den Elan, diesen Ball zu bekommen. Und Berit Kaufeld mit der Angabe beim Stand von 23:16. Kurze Variante, kann Kretzlaff nicht richtig annehmen und Brandt kriegt den Ball nicht hoch. 23:17. Christel Fröhlich. Mit der Angabe, aber nichtsdestotrotz scheint mir das mehr Ergebniskorrektur zu werden. Und der Ball von Völker übers Spielfeld hinaus. 23:18. Denn trotz der Punkte für Erfurt habe ich nicht den Eindruck, dass die Schwerin hier nochmal gefährlich werden können. Nicht, weil Schwerin so stark wäre, aber weil sie selbst nicht mit dem Elan dabei sind. Und der Ball von Brandt geht jetzt aus. 23:19. Christel Fröhlich. Auch eine sehr eigenwillige Art anzugeben. Und dann geht der Ball ins Aus und wir haben Satz und Matchball für Schwerin und Aufschlag zum Matchgewinn durch Marie Frick. Wird sie ärgern. Ball ins Netz. Elena Messer. Also, beim Versuch abzuwehren, Brandt scheitert am Block und der Block von Parala angeschlagen, beziehungsweise von Lernhardt, hat Parala angeschlagen und somit 24:21. Messer. Und Parale macht den entscheidenden, den letzten Punkt, verwandelt den Matchball zum 25:18, 25:16, 25:21, 3:0 Sieg für den Schweriner SC.
Es war glanzlos, aber wichtig. Letztendlich zählen nur die Punkte. Unser 3-0-Satz für Schwerin. Und wir haben es auch schon besser von Schwerin gesehen. Und in einer Saison gibt es immer mal schlechte Spiele. Und wir hoffen, dass es damit sich gehabt hat. Und wir können uns damit freuen auf die Spiele, die jetzt demnächst kommen. Zum Beispiel Alemannia Aachen und der Tabellenführer Dresdner SC.